Mit diesem Gitarrenhack werden eure Abschläge schnell wie bei Master of Puppets. Und so funktioniert's. Beim letzten Mal haben wir schon gelernt, wie man schnelle Wechselschläge spielt, also die hier. Falls das jemand verpasst haben sollte, ein Video vorne dran. Heute geht es um konstante und schnelle Abschläge. Und auch hierfür brauchen wir ein Metronom. Das Ganze fängt mit der Wahl des Plektrums an. Für so etwas empfehle ich euch auf jeden Fall ein festes Plektrum, vielleicht 1 mm oder mehr, aber nicht weniger als 0,8. Das Plektrum halte ich zwischen Daumen und Zeigefinger und zwar so, dass von dem Plektrum nur ein kleines Stück rausguckt. Dadurch habe ich viel mehr Kontrolle. Ganz wichtig auch noch, ihr solltet das Plektrum nicht zu fest halten, vielleicht nur bei Betonungen etwas fester zusammendrücken, aber ansonsten nur so fest, dass es nicht runterfällt. Weiter geht's mit der Handhaltung eurer Anschlagshand. Die legen wir genau auf die Brücke, damit wir diesen abgedämpften Sound bekommen. Und los geht's. Metal und Punkrock, typisch spielen wir Achtelnoten. Das bedeutet, auf 4 Klicks vom Metronom spielen wir 8 Abschläge. Als Beispielakkord nehmen wir den Powerchord E, Zeigefinger auf den zweiten Bund A-Seite und nur die ersten 2 Seiten anspielen. Wir starten mit Tempo 80 und hier geht es erstmal darum, dass ihr einen bequemen Winkel findet. 1 und 2 und 3. Wenn ihr das nun über ein paar Minuten ganz entspannt ohne Anstrengung spielen könnt, dann habt ihr schon mal eine korrekte Technik. Jetzt heißt es wie immer Tempo hochschrauben. Ich gehe jetzt mal auf Tempo 120. Direkt starten wir wieder mit Achtelnoten. 2, 3 und. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Ihr müsst wissen, wo ist eure maximale Obergrenze. Ich habe jetzt mal Tempo 230 eingestellt. Okay. Und das wäre etwa meine Grenze, wo ich eine gewisse Zeit lang durchziehen kann. Und jetzt kommt's. Von eurem Maximum Speed, den ihr vielleicht gerade mal eine kurze Strecke spielen könnt, zieht ihr nun 10-15% ab. Und das ist der Bereich, in dem ihr üben solltet. In dem Fall sind das ca. 30 Klicks. Tempo 200. Und das ist euer Bereich, in dem ihr einfach konstant übt, über mehrere Wochen. Und dabei heißt es auch wie immer sukzessive Stück für Stück das Tempo ganz langsam hochschrauben. Ein Klick pro Tag oder wie auch immer. Und genau so bekommt ihr einen richtig schnellen Abschlag. Und für mehr solcher Videos folgt mir, macht das Herz rot und das Plus weg.